Herzlich willkommen bei diesem Programmierkurs, bei dem wir zum einen die Programmiersprache Python lernen wollen und zum anderen lernen wollen, wie wir mit Python agentenbasierte Modelle programmieren können. Mein Name ist Claudius Gräbner. Ich arbeite jetzt seit einigen Jahren als Ökonom, im Moment an einer Universität in Österreich, aber auch gleichzeitig an einem Wirtschaftsforschungsinstitut in Deutschland. Und ich habe mit agentenbasierten Modellen eigentlich angefangen, als ich auch mit meiner Promotion angefangen habe. Und damals fand ich es ein bisschen schwierig, dass es wenig Kurse gibt, die auf der einen Seite keine Programmiersprachenkenntnisse voraussetzen, auf der anderen Seite aber auch keine Programmiersprache verwenden, die ausschließlich zum Programmieren von agentenbasierten Modellen verwendet werden kann, wie zum Beispiel NetLogo. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, nachdem ich auch einige Kurse an Unis unterrichtet habe, dass ich mal diesen Online-Kurs draus mache. Wie gesagt, das Ziel dieses Kurses ist auf der einen Seite, die Programmiersprache Python zu erlernen, auf der anderen Seite damit agentenbasierte Modelle zu programmieren. Hier soll es jetzt nicht irgendwie um meine Forschung oder irgendwie so ein Zeug geben. Falls es euch interessiert, was ich mit agentenbasierten Modellen mache, könnt ihr gerne auf meine Homepage schauen und könnt mir natürlich auch jederzeit gerne Fragen dazu stellen. Aber das soll hier nicht im Vordergrund stehen. Möchte ich hier mal kurz einen Ausblick darüber geben, was wir jetzt eigentlich so in der nächsten Zeit vorhaben. Heute befinden wir uns sozusagen im ersten Block. Insgesamt ist dieser Kurs in 4 oder 5 Blöcke unterteilt. In diesem ersten Block geht es darum, ein grundlegendes Verständnis zum Umgang mit einer Programmiersprache zu entwickeln, grundlegende Konzepte kennenzulernen und zu schauen, wie das eigentlich alles so richtig funktioniert. Wie gesagt, dieser Kurs, wenn ihr noch überhaupt gar keine Erfahrung mit Programmiersprachen habt, dann seid ihr auf jeden Fall richtig. Falls ihr schon Erfahrung habt, gerade mit Python oder sowas, könnt ihr heute wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle mal vorspulen oder ihr geht einfach direkt ans Ende vom Kurs und schaut euch mal an, was für Hausaufgaben am Ende stehen. Denn nach jedem von den Blöcken gibt es so eine Session mit Hausaufgaben. Die könnt ihr jetzt natürlich selber machen. Das empfehle ich euch auch auf jeden Fall. Noch mehr empfehle ich es euch im Team zu machen und da werdet ihr sozusagen alles nochmal wiederholen, was in dem Blog tatsächlich behandelt wurde und auch einige neue Konzepte euch noch lernen anzueignen. Natürlich könnt ihr euch auch einfach nur die Lösungen angucken, aber dann ist der Lerneffekt natürlich nie noch deutlich geringer. Außerdem gibt es zu jedem Blog auch noch ein Skript. Auch das könnt ihr euch erstmal anschauen, wenn ihr dann merkt, okay, das weiß ich alles schon, also was dann überspringt ihr diesen Blog natürlich. Und wie gesagt, hier dieser erste Block hat eben das Ziel, gerade diejenigen unter euch, die noch keine Erfahrung mit dem Programmieren in Python haben, erstmal in die Programmiersprache einzuführen. Der nächste Block dreht sich dann um das Thema objektorientiertes Programmieren. Das ist eine besondere Art des Programmieren, für die Python ganz besonders gut geeignet ist und die auch in zahlreichen Anwendungsfeldern extrem nützlich ist. Der dritte Block, da geht es dann darum, diverse spezialisierte Module in Python kennenzulernen. Wir lernen da zum Beispiel, wie man besonders gut mit Matrizen rechnet. Wir lernen, Daten zu visualisieren oder Ergebnisse von Modellen zu visualisieren. Und wir lernen auch, Daten in Python einzulesen, zu analysieren und danach wieder zu speichern. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir ein Modell schreiben wollen. Im vierten Block geht es dann darum, dass wir wirklich ein agentenbasiertes Modell und übrigens gar nicht so ein triviales, wirklich von ganz am Anfang bis zum Schluss gemeinsam ausprogrammieren. Und dann gibt es wahrscheinlich noch einen fünften Block, den habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Da geht es ums Thema soziale Netzwerke, wie wir Netzwerke in Python einlesen können, wie wir sie analysieren können und wie wir sie in agentenbasierten Modellen explizit verwenden wollen. Falls ihr irgendwie zu diesem Ablauf Fragen habt oder sowas, schaut mal auf die Kurs-Homepage. Da sind nochmal viele zusätzliche Erklärungen, die Skripte, aber auch eine Einordnung des Ganzen, auch ein paar metatheoretische oder philosophische Texte darüber, warum und wann agentenbasierte Modelle eigentlich hilfreich sind und wie wir mit denen was lernen können. Vielleicht ist da was dabei, was euch interessiert. Ansonsten würde ich sagen, wir fangen jetzt wirklich einfach direkt mit dem ersten Block mal an. Wie gesagt, jetzt in diesem ersten Block geht es darum, ein grundlegendes Verständnis von Python zu entwickeln. Am Anfang von jedem Block gebe ich immer so einen kurzen Ausblick, was alles passiert und am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung. Jetzt hier in der ersten Session wollen wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Als erstes geht es um die Benutzung von Spider und die grundlegenden Funktionen von Python. Dazu lege ich euch auch nochmal die PDF ans Herz,
die ich auf die Homepage gestellt wird, wo nochmal ganz detailliert die Benutzeroberfläche von Spider erklärt wird. Aber das werden wir jetzt auch gleich im ersten Video nochmal gemeinsam machen. Danach geht es darum, dass ihr die grundlegenden Datentypen in Python kennenlernt. Hier geht es darum zu unterscheiden, was ist ein Integer, was ist ein Float, was ist ein String, wie verhalten die sich unterschiedlich, welche Funktionen kann ich darauf anwenden und welche nicht und warum. Als drittes wollen wir dann so grundlegende Programmiertools kennenlernen. Da geht es dann um die Verwendung von Funktionen, auch die Erstellung von eigenen Funktionen, das Programmieren von If-Else-Statements, die Verwendung von verschiedenen Arten von Loops. Das sind Sachen, die werdet ihr immer verwenden können, ganz unabhängig vom Anwendungsgebiet der agentenbasierten Modelle. Dann der nächste Schritt ist das Thema Module. Da geht es darum, wie ihr in unterschiedlichen Skripten euer Programm sinnvoll organisieren könnt und wie ihr Funktionen und Variablen, die andere Menschen erstellt haben, für eure eigene Programmierung verwenden könnt. Dann als letztes, klingt frustrierend, ist aber eigentlich ganz wichtig, der Umgang mit Fehlermeldungen. Wir werden uns anschauen, welche typischen Fehlermeldungen beim Programmieren von Python auftreten und was wir dagegen tun können. Und das war es dann auch schon. Wie gesagt, dieser erste Block, das ist eine ganze Menge und das ist auch ganz wahrscheinlich, dass man dadurch einiges an Zeit braucht. Am Ende auch die Hausaufgaben sind gar nicht mal so einfach, aber ich denke, das ist halt wirklich das, was es braucht, um so ein grundlegendes Verständnis von der Programmiersprache zu bekommen. Und darum soll es ja auch gehen. Ihr sollt ja Python nicht nur fürs agentenbasierte Modellieren am Ende lernen, sondern ihr sollt grundlegendes Verständnis für das Programmieren und für das Anwenden von der Programmiersprache auf verschiedenste Problemfelder dann auch lernen. Und ich denke, ich kann es jetzt wirklich mit einigen Jahren auch sagen, wenn man erstmal so diese erste Hürde überstiegen hat, macht es wirklich extrem viel Spaß und ist wirklich extrem hilfreich. Aber jetzt fangen wir mal an.